heute hier in Freiburg. Und wir gehen jetzt in Jessicas Wohnung. Wir haben den Schlüssel von ihrer Mitbewohnerin bekommen. Und wir hoffen, dass niemand dort ist. Gut, let's go. Wir verstecken uns jetzt hier noch. Okay. Ich glaube, das ist es. Ich stelle euch jetzt mal ab. Sehr cool. Es ist niemand da. Wir haben es geschafft. Was machen wir überhaupt da? Wir sind da in Jessicas Wohnung, weil sie wohnt schon seit etwa einem Jahr da und ihr Zimmer sieht immer noch aus wie eine Abstellkammer. Und genau das wollen wir heute ändern. Heute in diesem Unicamp Magazine. Viel Spass! Schritt 1 hat schon mal sehr gut funktioniert, und zwar hier reinkommen. Schritt 2 folgt jetzt. Meine helfenden Elfen sind schon fleissig am Einkaufen. Ich habe mich schon mal in die Schale geschmissen und mache es mir jetzt gemütlich mit einem Kaffee. Danke, Jessica. Nachher folgt Schritt 3, das Ganze hier dekorieren. Und danach Schritt 4, Jessica überraschen. Es hat alles top funktioniert. Hast du den Brief laut vorlesen? Also, ich kann nicht. Vom Weihnachtsmann. Wie es gerade aussieht, hat bis jetzt alles funktioniert. Du hast keine Ahnung, stehst gerade mit Gian und den Elfen vor deiner Eingangstür und fragst dich, was jetzt noch kommt. Keine Angst, gleich passiert. Das hat alles super funktioniert. Wir kamen ohne Probleme in die Wohnung. Alles lief gut, nur hat Gian ein bisschen Angst, aber der Schlüssel hat gepasst, tipptopp. Liebe Grüße, dein Weihnachtsmann, Santa Claus, okay. Ja? Bitte? Gehen wir mal rauf. Ja. Hereinspaziert. Jessica, ja? Wir warten drinnen auf dich. Alles um! Haben Sie hier? Wie das gemacht? Alles um! Ha? Okay, wir sind live. Was ist das? Ha? Wie nice! Wir kommen hier davon. Das wäre doch schon langweilig gewesen, wenn es jetzt schon alles gewesen wäre. Ja, sag mir. Wir haben hier einen zweiten Brief für dich. Juhu! Ich bin nochmal der Weihnachtsmann. Ich hoffe, dir gefällt das schöne Gemälde an der Wand. Das habe ich keine Sekunde gesehen. Schön. Okay. Jedenfalls. Klingelöckchen, klingelingeling, klingelöckchen, kling. Kannst du Gian sagen, sie kann mit der Moderation weitermachen? Gian, mach weiter. Ich habe keinen Plan. Können wir gehen? Let's go. Ha? Nein! Was machen die? Ha? Was
ist was mit euch? Fröhliche Weihnachten. Also was? Okay. Jessica, wir hoffen, dir gefällt deine Deko. Uns hat es ganz, ganz viel Spass gemacht, das alles zu dekorieren. Wir wünschen euch noch ganz schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal bei Urte. Also, aber schnell eine kleine Frage. Ist es jetzt im Leben verhalten? Bleibt das jetzt hier? Jetzt wirklich? Ach, das ist...